Blicken wir jetzt zu den aktuellen Aussagen von Johanna Mikl-Leitner. Sie fordert einen Preisdeckel für Strom. Wird die Bundes-ÖVP dann hier den Forderungen nachkommen, die Mikl-Leitner stellt? Naja, man sieht, dass die Bundes-ÖVP mit ihrem Latein am Ende ist und in Wahrheit keinerlei Antworten auf die brennenden Sorgen der Menschen in unserem Lande gibt. Wenn ich allein vorige Woche davon berichtet habe, dass der Ökostrom um 500% gestiegen ist, wenn wir sehen, dass die Gaspreise steigen, wenn wir sehen, dass die Mieten und die Lebensmittelpreise steigen, dann ist Feuer am Dach. Und zwar tatsächlich, weil sich immer weniger Menschen in Österreich das tägliche Leben leisten können, ausgelöst durch die Sanktionen, durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und wenn heute die Nord Stream-Leitung nach Österreich, nach Europa leer bleibt, kein Gas mehr geliefert ist, dann ist es die Ouvertüre zu einem Chaos am europäischen Markt, dass hier nun den Landeshauptleuten dahinter auf Grundeis geht und sie daher jetzt in Konfrontation als Robin Hoods der Bundesländer gegenüber der Bundes-ÖVP gehen, ist mehr als verständlich, denn die nächsten Wahlen haben die Landeshauptleute zu schlagen. Sprechen es an, Johanna Mikl-Leitner wird planmäßig im Winter, Frühling in Niederösterreich zur Wahl bitten. Da geht es ja auch um einiges für Sie. Die Frage ist, haben Sie das Gefühl, dass die Bundes-ÖVP hier wirklich komplett das Gespür für die Leute verloren hat und näher mal vielleicht in absehbarer Zeit sogar durch Johanna Mikl-Leitner abgelöst werden könnte, weil sie dürfte da eher das Gespür für die Leute haben? Naja, wenn wir uns allein die Worte vom Bundeskanzler vergegenwärtigen vom Wochenende, wenn es so weitergeht, ich zitiere, wenn es so weitergeht, dann nehmt Alkohol oder Psychopharmaka, zeigt doch, dass dieser Bundeskanzler auch rhetorisch und kommunikativ mittlerweile am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Das dürften die Landeshauptleute auch bemerkt haben, dass sie hier offenbar einen Blinden auf den Thron des Einäugigen gehievt haben und dass sie mit Karl Nehammer nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren haben. Tirol wählt in Bälde, Salzburg wird wählen, Kärnten wird wählen und Niederösterreich wird wählen. Und wenn die jeweiligen drei Landeshauptleute und vier ÖVP-Spitzenkandidaten nicht wollen, dass es die Österreichische Volkspartei von der politischen Landschaft in den Bundesländern wegradiert, dann werden sie in erster Linie den Bundeskanzler wegradieren müssen. Denn diese Regierung vom Bundeskanzler abwärts über den Vizekanzler und alle Minister ist ja tatsächlich auf dem Stadium Alkohol und Psychopharmaka in Realität angekommen. Sie haben es gerade angesprochen, am Wochenende hat Karl Nehammer eben diesen berühmten Saga mit Alkohol und Psychopharmaka getätigt. Wie kommt es zu solchen Aussagen? Rutscht einem so etwas raus? Weil meistens sind ja politische Gags bei solchen wichtigen Reden ja doch vorbereitet. Naja, es kann ja nur etwas herauskommen, was in einem drinnen steckt. Und offenbar ist es ja in der Familie des Karl Nehammer, wenn wir an die Cobra Libre-Affäre denken, ja durchaus gang und gäbe, dass man die eine oder andere Not mit Alkohol und Leibwächtern am Küchentisch stillt und daraufhin einem nur mehr Psychopharmaka wahrscheinlich überbleibt. Aber Spaß beiseite, die Äußerungen von einzelnen Politikern, beginnend mit Habeck in Deutschland, der meint, wir sollen weniger duschen, also stinken, um Putin zu bekämpfen. Und nun der weise Ratschlag des österreichischen Kanzlers, wir sollen Alkohol und Psychopharmaka nehmen, also quasi in Mischung den Generalsuizid begehen angesichts der desaströsen Bilanz der Bundesregierung. Ich hätte da eine bessere Idee. Wir nehmen einfach einen Wahlzettel, den gibt es rezeptgebührenfrei und auch weinsteuerfrei und wählen diese Bundesregierung endlich ab, dann brauchen wir keinen Alkohol und kein Psychopharmaka. Mhm. Die OMV erhält heute rund 70% weniger Gas als bestellt. Nord Stream 1, die Gaspipeline aus Russland, steht seit heute still wegen Wartungsarbeiten. Befürchten Sie, dass Putin vielleicht das Gas gar nicht mehr auftritt? Naja, es tritt ja jetzt ein, was alle politischen Eliten Europas, vor allem Grüne, aber auch Konservative und Sozialdemokraten fordern. Seit 4 Monaten trommeln sie den Ausstieg aus dem russischen Gas. Wladimir Putin setzt jetzt vollendete Tatsachen. Also es wird ja nur dem Wunsch nachgekommen, den Europa selbst will. Dass das natürlich der Selbstmord, der wirtschaftliche Selbstmord bedeutet, haben Frau Ursula von der Leyen, Herr Scholz und Herr Nehammer nicht dazu gesagt. Das werden wir die nächsten Wochen erleben. Denn wenn Russland tatsächlich in Reaktion auf 6 Sanktionspakete und den Wirtschaftskrieg den Gashahn nicht mehr auftritt, dann geht bei uns nicht nur das Licht aus, sondern dann schaut es sehr zappenduster aus, wenn die Industrie in die Knie geht und die Wirtschaft.
Das Ganze hängt ja mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Es wurden ja Sanktionen gegenüber Russland verhängt. Deswegen fließt ja auch kein Gas mehr. Wer sitzt Ihrer Meinung nach aktuell am längeren Hebel? Die EU mit den Sanktionen, weil man hier quasi Russland in die Knie zwingen möchte, dass der Krieg endet? Oder doch Russland, wenn man kein Gas mehr liefert? Naja, es gibt einen alten Spruch von Winston Churchill: Man führt mit einem Löwen keinen Krieg, wenn man seinen eigenen Kopf in seinem Maul stecken hat. Um es anders auszudrücken, wenn Wladimir Putin unsere Eier in der Hand hat und zusammendrückt, braucht man sich nicht wundern, dass es sehr weh tut. Und genau so passiert das derzeit. Man hat vollmundig einen Wirtschaftskrieg verkündet, Sanktionspakete, man hat Russland aus dem Währungskreis ausgeschlossen. Es sind keine Überweisungen mehr möglich, es sind keine Überflüge mehr möglich. Es wurden Konten eingefroren, es wurde Vermögen eingefroren, etc. etc. Offenbar stört es Putin die Russische Föderation und den Rubel nicht. Der ist so hoch wie seit 2019. Und wir feiern in Europa eine Rekordinflation, die gerade Millionen von Menschen ärmer macht. Wer da gewonnen hat, ist relativ eindeutig. Ohne eine Sympathie für Putin zu erkennen, jawohl, die Europäische Union hat sich mit Anlauf in beide Kniescheiben geschossen, und zwar in die Kniescheiben der Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben diesen Krieg verloren. Daher sage ich, es ist längst an der Zeit, und da bin ich mit der Wirtschaftskammerpräsident Mara und einigen anderen, diese Sanktionen umgehend aufzuheben. Vor 4 Monaten bin ich für die Kritik im Übrigen, das gehört auch dazu, gesagt, dass Sanktionen sinnlos sind, als Putin-Knecht und Kreml-Troll beschimpft worden. Offenbar ist eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher mittlerweile Putin-Knechte und Kreml-Trolle, wenn sie genauso ticken wie ich. Was braucht es jetzt aus Ihrer Sicht von der österreichischen Politik, um jetzt doch rasch gegensteuern zu können? Wenn wir die Symptome lindern müssen, brauchen wir sofort den Preisdeckel. Den Preisdeckel auf Treibstoff wie Ungarn bei 1,25 Euro, den Preisdeckel auf Mieten, auf Lebensmittel, auf die Güter des täglichen Lebens, Strom, Heizung etc. Das sofort, und zwar jetzt, denn jetzt schlägt die Teuerung hoch. Und im zweiten Schritt soll Österreich mit der Vetokarte innerhalb der Europäischen Union drohen und alles versuchen, dass wir die Sanktionen endlich loswerden. Es darf zu keinem einzigen Monat mehr Sanktionen kommen. Die Energiezufuhr muss nach Europa wieder geregelt werden. Wir brauchen eine Beruhigung der Märkte. Wenn die Wirtschaft und die Märkte sich beruhigen, dann geht auch die Inflation zurück. Und dann brauchen wir auch keine Teuerungspakete. Das, was die Regierung bisher gemacht hat, war homöopathisch. Ich erinnere an das Teuerungspaket 3.000 Euro, von dem weder bei Ihnen, noch bei mir, noch bei Kirschenkern-Kali und Frau Schmauswaberl, also Otto-Normalverbraucher, in Österreich nur 1 Cent angekommen ist. Das zum Zeitpunkt der höchsten Not, das ist eine Verhöhnung. Also Treibstoffdeckel, Preisdeckel einerseits, andererseits Sanktionen weg. Und der Zauber ist vorbei. Und das hielt ich für vernünftig. Blicken wir jetzt abschließend noch zur österreichischen Bundesregierung, Türkis-Grün. Die Werte sind katastrophal. Mittlerweile schießt man auch schon von Seiten der Länder, der schwarzen Länder, Richtung ÖVP. Wie lange geben Sie diese Regierung noch? Naja, diese Regierung hat irgendwas von einem Horrorfilm, wo Zombies halt immer auftauchen, die Untoten. Sie sind in Wahrheit tot, aber längst verwest. Also das hat ja mittlerweile eine dramatische Dimension angenommen. Ich glaube, diese Bundesregierung ist gut beraten, sich sofort aufzulösen und Österreich in Neuwahlen zu führen, und zwar jetzt, auch mit einer Sondersitzung des Nationalrates. Oder die Geschichte wird diese Bundesregierung hinwegfegen, entweder im Herbst, weil sie sich selbst in die Luft jagt, oder, wie gesagt, das Versprechen steht, der Notariatsakt wurde unterschrieben: Wenn ich Bundespräsident werde, entlasse ich am Tag meiner Amtsangelobung die österreichische Bundesregierung. Sie können es sich aussuchen. Ihr Enddatum ist Ihnen eintätowiert.